Ehrenwilfried, sagt man im Internet. Ja. Dein Bruder Udo ist noch nicht da. Wir haben aber heute jede Menge auf dem Schirm. Ja, haben wir. Viel Arbeit jetzt gleich. Ne? Wir machen. Machen. Wir machen. Du kannst auch einen auch wieder aufs Konzept bringen, ne? Ehrenwilfried, wenn du nicht am Rauchen bist, dann ist auch irgendwas in der Welt nicht richtig. Nee. Heute steht Folgendes auf dem Programm. Da vorne, dieser gruselige Weg, den Udo seit Monaten nicht im Griff hat. Da wollte Udo schon Anfang des Jahres bei, aber er kommt nicht so weit. Jetzt müssen wir das in die Hand nehmen, sonst wird das sowieso nichts. Ein sehr trauriges Kapitel in der Vereinsgeschichte. Udo kommt gleich von der Arbeit und dann machen wir hier gemeinsam Rambazamba mit Mutterboden. Richtig, Wilfried? Jawohl! Das heißt, wir füllen diesen ganzen Bereich mit Mutterboden an, streuen Rasensaat und lassen das Grün wieder erblühen auf dieser Sportanlage. André ist auch noch da. Moin, immer noch da. Immer noch da. Und Wilfried raucht immer noch. Schnauze. Damit die Leute da draußen auch mal wissen, wofür wir unter anderem Geld ausgeben, was wir hier einnehmen. Ja. Guck mal da. Von den Einnahmen, die wir so erzielen, durch diese ganzen Videos, das ganze Drumherum, leisten wir uns auch solche schöne Sachen. Das ist zum Beispiel zweimal Rasensaat. Hier so sind solche ollen Eisenstangen drin. Die brauchen wir für einen... Quatsch doch die Eier dazwischen, Wilfried. Die brauchen wir für einen Hauptplatz, weil wir müssen die Schläuche hochlegen, damit die Mähroboter nicht rüberfahren. Und wir haben hier so einen Gardena Streuwagen gekauft. Und das ist keine bezahlte Werbung. Ich glaube, in unserer Reichweite hätten wir... Könnt ihr... Ey, sag mal, habt ihr einen an der Murmel oder was? Das Ding hätten wir hundertprozentig auch von der Firma gesponsert bekommen können, wenn wir gefragt hätten. Haben wir aber bezahlt, das Ganze hat 200 Euro gekostet und sowas kaufen wir immer mal wieder für einen Verein. Möchtest du nicht eine rauchen, Wilfried? Nee. Das bezahlt nicht der Verein, das kaufen wir selbst, weil das ja auch hier unsere Projekte sind für den Verein. Tun wir aber auch gerne. Was hast du denn? Danke. Was hast du gemacht? Nee, zeig ihm her. Nein, ja, ja, was? Zeig ihm her, sind gestanden. Nehmen so eine Stange, Kordfried. Kordfried, weil du so gerne Kordhosen trägst. Kordhosen, Wilfried. Apropos Kordhosen. Das ist keine Korthose, das ist eine Jeans. Na, hast Feierabend oder wie? Ich hau dir gleich ein paar Feierabend am Kopf. Nervt nicht schon wieder, wenn ich hier gerade auf die Sportplatzanlage komme. Bitte! Mir hat seit heute Morgen 4 Uhr aufgestanden, Arbeit und bin jetzt gerade wiedergekommen. Und dann kommst du gleich an. Das brauchst du nicht sagen. Du kannst dich hier auch krank melden mittlerweile. Wilfried und ich haben hier alles im Griff. Ja, das sehe ich, was du im Griff hast. Das sehe ich, weil die Robby stehen seit 3 Tagen. Wir haben jetzt die schönen Stangen gekauft. Und wofür haben wir die schönen Stangen gekauft? Um die Schläuche hochzuhängen. Welche Schläuche? Von den Robotern, von den Wasserschläuchen, von den Sprenganlagen. Ja, du musst aber so erklären, dass die Leute es verstehen. Wir haben die Sprenganlagen fast in Oktober hier noch stehen, weil ein Herr Zierden meint, er muss Wasser haben. Also kriegt er. Wer muss Wasser haben, Herr Zierden oder der Platz? Der Platz. Dann sag das doch so. Ey, so blöd kann man nicht sein. Jeder einzelne Zuschauer weiß, dass der Platz gesprengt wird. So blöd kann keiner sein. Du meinst auch, wenn du Brötchen machst, dann bist du schon Bäcker, oder was? Du gehst mit dem Drachkopf zum Bauern und holst Milch, oder wie? Ich liebe den Spruch. Ja, ich auch. Nochmal, für Blöde erklärt. Für wie? Für wen? Wir haben die schönen Stangen jetzt gekauft. Die werden auf dem Hauptplatz so platziert, dass die Schläuche hängen und nicht auf dem Rasen liegen. Weil wenn sie auf dem Rasen liegen, passiert was? Dann gehen die kaputt, weil der Mähroboter rüberfährt. Udo hat mal wieder vergessen, die Plätze zu befluten. Hat er das vergessen? Jetzt sei ehrlich. Ja. Er hat es vergessen. Dann hat der Platz hier wieder solche kleinen braunen Stellen bekommen, weil er verbrannt ist. Ich gehe gar nicht mehr tierisch gleich ab. Ich hau euch gleich mit den Köpfen so zusammen, dass es weh tut. Und dann kannst du einen Krankenwagen bestellen. Weil du nämlich dann so einen ganz kleinen Schaden hast ja schon. Aber dann hast du einen Riesenschaden hast du denn. In der Fresse, mir jedes Mal meinen Job erklärt. Jedes Mal. Weil du den immer falsch machst. Weißt du was? So Udo, diese Stelle hier ist entstanden, weil du den Platz nicht geflutet hast. Du bist so richtig so ein kleiner Schlumpfloch, bist du, weißt du? Wieso? Ja, du springst überall in den Löchern rein. Und dann haust du drauf. Ergibt keinen Sinn. Ja, doch. Platz, da muss ich reinspringen. Zack, in ein Loch rein. Jetzt hau ich. Was erzählst du da? Ja, weil es so ist. In diesem Video jetzt eine neue Kategorie. WWW. Wilfried will weiten. Heißt, Wilfried will es wissen. Dieser Platz ist einmal umgeben von Bäumen.
Ihr habt doch beide richtig Bock drauf, ne? Ich stehe voll in der Sonne, was ist das so? Dieser Platz ist einmal umgeben von Bäumen. Das heißt, die Bäume ziehen Wasser ohne Ende. Die ziehen richtig Wasser vom Platz runter. Das heißt, die Springer müssen laufen. Die müssen laufen, laufen, laufen. Ganz ehrlich, mach das Ding aus, wir hängen das und dann kannst du das wieder filmen. Bevor dann hier der Wintereinbruch kommt, weil du nicht weiterkommst. Udo, was ist? Bisschen ruhiger. Nee, kann ich nicht. Wenn der Heidu blöd steigt und film. Warum hebst du den Rasen hier jetzt wieder raus? Ja, weil er los ist. Was machst du da denn jetzt? Wilke, ich mach gerade Kartoffelpüree aus Sand. Siehst du das nicht? Ich beobachte, was da los ist. Warum kannst du das so hochheben? Mir haben sie gesagt, das soll vor 200 Jahren hier mal ein Goldfeld gewesen sein. Jetzt suche ich nach Gold. Das siehst du doch, dass ich nach den berühmten Eumel suche. Kann doch nicht sein, dass alles so losgeht. Es kann ja sein, dass der Eumel da drin sitzt. Da musst du ein bisschen loslaufen und da oben den Schlauch anbinden. Das ist halt wichtig, sonst fällt der Dreieck auf den Kopf. Und ich würde die Stangen holen, die du in den Grund setzen kannst. Da brauchst du die Dinge nicht aufdecken. Wir müssen jede Dreieck aufdecken. Was hast du heute Morgen auf deinem Pausenbrot? Einen schmutzigen Schlüpfer oder was? Ich habe nur eine Banane und eine Pfirsich mitgenommen. Weil du so ein Fruchtigen bist? Oh, wie, oh, wow. Du hau ich dir gleich so mal. Das war eine Zeit lang so schön, nicht? Ohne das, wie, oh, wow. Jetzt hör dann bitte mit auf. 3, 2, 1, gute Laune. Wir gehen jetzt bei der Endlosbaustelle. Bin fast runtergefallen. Liebe Zuschauer, der riskiert hier sein. Nur damit wir da Musik drunter legen können. Ist das normal, Udo? Guck mal, wie schief der Kübel dahinter hängt. Bei dir macht das immer nichts und dann kostet das wieder viel Geld. Weil das gleich viel Geld kostet? Nee. Dein Zahnarzt, weil du keine Zähne mehr hast. Ja, liebe Zuschauer, wenn sich mal einer fragt, was wir mit unserem Geld anstellen. Hier, hinter mir, Mutterboden kaufen. Um die Plätze wieder in Ordnung zu bringen, um die Zuwegung wieder in Ordnung zu bringen. Es fällt immer wieder was an. Und wir nehmen ganz viel Geld von uns und stecken das unter anderem auch hier in diesem Verein. Richtig. Wilfried, seid ihr mit den Skröpen im Mund wieder? Udo, was ist? Wilfried nicht vom Rauchen abhalten. Nee, das ist vor. Warum packst du da jetzt das Sand nicht im Rüber? Weil ich filmen muss. Wilfried! Wilfried! Mir wird so verrückt. Ich war so schön alleine hier am Gange. Das lief wie Schmidts Katze. Ja, das lief wie Schmidts Katze. Das lief. Da konntest du aber hingucken. Hey, was machst du da denn? Dynamische Aufnahme, Udo. Dynamische Aufnahme. Ich hau dir gleich die dynamische. Was? Muss ihn anstoßen! Wo? An deinen Kopf! Was? Nerv schon wieder! So kippt der jetzt, ey. Sofort! Pack da Linie da! Gibt's doch da! Das war jetzt ja keine so tolle Aufnahme. Wenn die Kette da fest ist, da kann ich ja nichts früher. Was ist mit dem los? Ist wieder genervt, ne? Ja. Ist dann wieder genervt. Ich kann nicht auch noch den Platz. Hier hoch. Dass hier nicht schnell genug geht, ne? Da musst du schneller fahren. Das ist immer hektisch, ne? Udo! Du sollst hinten rumfahren, du machst den Platz kaputt, sagt Wilfried. Hinten rumfahren, da lang. Natürlich, ich fahre jetzt über Afrika zum Stipendium. Nein, du sollst da hinten lang fahren, hinterfahren. Ich muss den eh nachher noch mähen. Das ist ja so, Wilke. So von mir, du da drüber fährst, aber tiefer werden die Spuren auch, ja. Das ist so. Ja, deswegen. Ich wieder raus. Er denkt ja auch nicht nach. Das ist Udo.
Mit einmal, ich stehe mit drei Mann da. Das Ding hängt unten und guckt nur zu. Mit einmal, liebe Leute. Wollt ihr mir anweisen, den Weg zu fahren? Ja. Das wirkt in den Videos immer so lustig, aber der jagt mit dem Trecker über Stock und Stein wie ein Wahnsinniger und deswegen ist der Trecker auch ständig kaputt. Weil ihm das wieder nicht schnell genug geht, davon kommt das. Pause oder wie war? Ich hab's jetzt zum 10.000. Mal gesagt. Machst du das jetzt noch einmal? Kommst du da rein? In den Sand. Und ich vergrab dich so tief, dass du meinst, es ist Dunkelheit. Bei diesem Verein kriegst du zu viel. Also ich hab mir, also Willi, André, ganz ehrlich, ne? Es ist ja schön, dass du hilfst und ich bin begeistert, ne? Aber irgendwas müssen wir da tun. Wieso? Ich weiß nicht, aber der... Ja, der da! Oh, ziehen, hau ab! Ich werde hier noch zum Elch! Fertig! Haken an hast, nur Bäume. Bäume, Bäume. Du bist hier doch gerade rüber gerödelt. Ja, ja, du, aber wer hat denn gerade da gehakt? Ich muss eine Hake laufen lassen. Ein Stück Ei mit Gabel essen, das sind sie. Kannst du bloß nur leicht rüber haken, hab ich doch gemacht, gerade gezogen. Dir kann ich hier gleich nochmal Sand herbringen. Mir hat Schweiß vom Kopf, weil du nicht haken kannst. Hey, und du da achte, dann rock nur mal her, Wilfried. Ja. Du quatschst dir an Schöstein. Halt sie mal loben, Udo. Ja, halt sie, wird mit kalt hier. Wollen wir mit der Hand schmeißen? Ja, das ist ja Kinderkram. Udo! Was ist? Du schreist nur rum und bei Wilfried läuft das Ding einwandfrei. Ja! Hier, komm mal hier. Mal gucken. Hier. Hier. Oh, was ein Gras hat. Hier. Hier. Guck mal, Udo. Oh, lört, ne? Wenn die Bröcke das maut. Ja, weil du nicht fähig bist. Genie. Was bist du? Genie. Zeig mal, wieso du ein Genie bist. Ja. Wilfried hat den Wilfried hat den Hebel in der Hand. Ich bin ein Genie. Beguckt euch das. Nichts könnt ihr. Gar nicht. Ich werde hier sowas von schlecht. Du und Weke, ihr verbündet euch gegenseitig. Hier muss doch vor dem André. Der eine, glaube ich, Müllwagen. Wir haben die ganze Strecke hier jetzt mit Mutterboden angefüllt, begradigt, Rasen angesät. Jetzt gleich wird nochmal eingehakt, bewässert, abgesperrt und dann ist das hier hoffentlich bald grün. Udo! Was willst du? Ich warte seit 20 Minuten davon. Ja, was kann ich dafür, wenn die Pumpe den Druck nicht aufbaut? Udo! Was willst du? Nervt ohne Ende, die Scheiße hier. Hab ich jetzt die Schnauze voll von den Scheiß hier? Ich hab die Faxen dicke, nicht klappt hier! Mir ist ganz Tag in der Sonne und mir braucht Wasser und jetzt kommt nichts! Scheiß Pumpe! Guck mal kurz hinten! Was? Ey, was kannst du blöd fragen? Die Pumpe saugt nicht! Jetzt hau ab! Hau ab! Was denn das, kannst du das? Da kommt nichts! Ich bin nur noch rot, ich lauf wie ne Öfers! Was ist denn? Frag jetzt einmal noch so blöd, was ist denn? Da ist es knackig warm drin und du kannst nicht blöder fragen, was ja, ist was denn? Was das Problem ist? Weil er baut nur Luft auf. Wer ist er? Was ist das hier? Das ist bestimmt keine Pommesbude. Was hast du denn da drin gemacht? Ich habe eine Pommes-Spezial mit Hähnchen bestellt. Und er läuft nicht. Was kannst du blöd fragen? Das ist eine Bombenanlage.
Zwei Pumpen aus, Schläuche rüber, schließ mir da Tür an mit. Jetzt habe ich meine Zigaretten auch noch verloren. Hier läuft nichts mit. Dieser Mann hat jetzt die Schnauze so gestrichen voll. Der geht jetzt nach Hause, duscht sich und setzt sich schön mit Bienchen im Gartenstuhl. Liebe Zuschauer da draußen, mir ist jetzt wieder ein bisschen glücklich. Sprenger laufen teilweise. Ihr könnt jetzt für euren Verein ein bisschen Geld gewinnen. Wilke und mir wollen ein bisschen spenden für euer Projekt, was ihr in euren Verein habt. Oder wenn ihr das in euren Verein habt. Guck mal, Udo, hier ein Regenbogen. Ey, weißt du was? Mehr hat keine Zeit für Regenbogen. Lass uns die Scheiße zu Ende machen. Wenn ihr in eurem Verein ein Bauvorhaben habt, also ein Projekt, schreibt das in den Kommentaren. In die Kommentare? In die Kommentare. Ob das jetzt in der kommt oder die, das ist doch scheißegal jetzt. Ihr schreibt das in den Kommentaren, was für ein Projekt ihr gerade in eurem Verein habt. Wir spenden 5x 300 Euro an die Projekte, die meisten gefällt mir Kommentare drunter hat. Gefällt mir Angaben. Ja, oh, ich knall dir gleich. Dann hast du eine Angabe. Wenn ich dir eine backe, ne, dann würden sich die Leute freuen. Ganz einfach. Ihr habt einen Verein, ob Bozelverein, Fußballverein, Handballverein, scheißegal was für ein Verein. Schreibt euer Vorhaben, welches ihr habt, in die Kommentare. Beispiel, einen Zaun bauen oder Rasen sehen oder was weiß ich. Ja. Wir spenden euch 5x 300 Euro. Ja. Die Leute schreiben in die Kommentare, welches Bauvorhaben sie haben. Richtig. Und die 5 Bauvorhaben mit den meisten gefällt mir drunter. Ja. Wir gewinnen 300 Euro. So machen wir das. So machen wir das, wir beiden. Ich hoffe, Leute, euch hat das Video gefallen. Und ganz wichtig, teilt das Video so oft es geht. Spaß haben mit Udo und Wilke. Richtig. Und Kurtfried. Kurthosen Wilfried. Kurt, aber der hat heute Jeans an. Ja, oder Jeans an, aber sonst immer Kurthosen. Ja, Kurthosen Wilfried. Der hat Angst dafür. Hast du gerade gesehen, Wilfried hat diesen Instagram-Account, ne? Ja. Er hat 5000 Abonnenten gekriegt nach einer Stunde. Nee. Und André, auch dabei. Ja. So, wir haben keinen Bock mehr. Nee. So, André, tschüss, ich hau ab. Udo, wir müssen Neues machen. Oh, Wilke, alles neu. Was musst du sagen? Weiß ich nicht. Outro. Ja, was soll ich denn sagen? Liebe Zuschauer, mir hat keine Zeit für diese Scheiße hier. Ich muss mähen. Aber trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat und unsere Kanäle, geht da rauf in YouTube. War doch richtig. Facebook und Instagram. Und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss.